gleich ganz flott weiter. Sind hier auch noch neue Orks? Nee, schaut gut aus. Müssen wir nur über diesen schmalen Steg wieder rüber balancieren. Genau den hier. Und hops. So, da vorne war jetzt die Nische, wo es dann rausging. Und dann kommt irgendwann das Tor mit dem Gitter, was hier immer noch geschlossen ist. Und davor versuchen wir dann mal den Zauberer zu sprechen. Um wohin zuerst zu kommen? Wollen wir zuerst zu Xardas oder wollen wir zuerst zu den Wassermagiern und uns die Rüstung abholen? Gehen wir mal zuerst zu Xardas, das ist wichtiger. So, versuchen wir es. Und es hat geklappt. Sehr schön. Mal schauen, was er zu sagen hat zu der ganzen Geschichte und zu der Klinge, die wir gefunden haben. Denn irgendwas scheint mit der nicht in Ordnung zu sein. Die wirkte sehr matt und nicht wirklich beängstigend. Ich habe einen Weg in den unterirdischen Tempel gefunden. Du... Bemerkenswert. Du bist sehr stark geworden. Stärker als jeder andere innerhalb der Barriere. Vielleicht bist du doch derjenige, von dem die alten orkischen Prophezeiungen sprechen. Prophezeiungen? Welche Prophezeiungen? Uralte orkische Schriften aus der Zeit... Kurz nach der Versiegelung des unterirdischen Tempels sprechen von einem heiligen Feind. Ein heiliger Feind? Einer, der kommen wird, um den Schläfer für immer aus unserer Welt zu verbannen. Ich soll der Gegenstand einer uralten Prophezeiung sein? Du musst dich irren. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Ich habe dieses seltsame Schwert hier gefunden. Zeig mal her. Oh. Interessant. Hier steht Uriziel. Ich habe schon von diesem Schwert gehört. Es ist eine Waffe aus alten Tagen, als die Menschheit noch jung war. Die Waffe ist aus einem völlig unbekannten Material geschmiedet. Auch über den Erschaffer steht nichts geschrieben. Angeblich soll diese Klinge unglaubliche Kräfte besessen haben. Aber ich kann keinerlei magische Aura feststellen. Uriziel besaß unglaubliche Kräfte? Es steht geschrieben, dass der Träger dieser Waffe die stärksten Panzerungen durchbohren und die mächtigsten Schutzzauber überwinden kann. Wie konnte diese mächtige Waffe in den Besitz der Orks gelangen? Es heißt, dass die Orks dieses Schwert damals einem mächtigen Feldherren der Menschen geraubt hatten. Sie konnten es zwar nicht benutzen, aber sie konnten es gut verstecken. Nicht gut genug. Kann man die damaligen Kräfte der Waffe wiederherstellen? Dafür würdest du eine sehr starke magische Energiequelle benötigen. In etwa so stark, dass man die magische Barriere damit sprengen könnte? In etwa. Außerdem wirst du eine sehr spezielle Zauberformel benötigen, die den Energietransfer vollbringen kann. Gib mir ein wenig Zeit und ich kann dir die magische Formel herstellen. Ich werde mich in der Zwischenzeit nach einer besseren Rüstung umsehen. Die Untoten im Tempel haben gewaltige Beulen in meinen Panzer gehauen. Du solltest meinen alten Turm aufsuchen. Deinen alten Turm? Er versank bei einem dieser Beben in einem See im Osten. Die Turmspitzen ragen noch immer aus dem Wasser heraus. Dort lagern noch einige Artefakte. Ich hatte mir nie die Mühe gemacht, sie zu bergen. Wie gelange ich hinein? Ich war nach dem Beben nicht mehr dort. Du musst also selbst einen Weg hineinfinden. Aber nimm diesen Schlüssel. Er öffnet eine Truhe, in der ich besonders seltene Artefakte aufbewahrte. Aha, das ist also die Truhe, die wir vor langer Zeit mal gefunden haben. Denn in dem Turm waren wir schon.
Da mussten wir tauchen, um reinzugelangen. Da waren sehr viele Untote, die wir auch alle besiegt haben. Wir konnten da mehrere Truhen öffnen, bis auf ein, zwei. Und in denen werden wohl seine magischen Artefakte lagern. Aber gut, bevor wir uns um diese bessere Rüstung kümmern, holen wir uns erstmal die Rüstung von Wolf ab. Denn wer weiß, was sich inzwischen im Turm eingenistet hat. Schauen wir also zu den Wassermagiern. Und wir sollten nicht unbedingt mit ihm sprechen, sonst bekommt er noch Wind von der Sache. Denn wir haben ja vor, dem Erzhaufen hier die Magie zu entziehen. Und das sollte er nicht unbedingt mitbekommen. Ah, ein Bett. Tagelang in so einem Ork-Tempel, da brauchen wir erstmal ein Schläfchen. Xardas braucht ja eh eine Weile, bis er mit dem Spruch fertig ist. Außerdem können wir jetzt hier auch hoffentlich gleich den Tränkehändler antreffen. Wenn er dann mal aus seiner Kammer kommt. Oder ist er schon wieder unten? Bei Saturas. Sei gegrüßt. Zeig mir deine Ware. So, was hat er denn Schönes? Ganz viele, ganz starke Heiltränke. Wie viele haben wir von den ganz starken? Ausreichend. Mehr als ausreichend. So, hat er noch etwas Interessantes? Geschwindigkeitstränke. Davon nehmen wir doch mal. So, 20 Stück sollten reichen. Und dafür kriegt er ein paar Ork-Waffen. Die dürften zwar nicht mehr allzu viel wert sein, aber da müssen wir sie wenigstens nicht mehr mit uns rumschleppen. Oh, wir sind schon sehr weit über dem Preis. Also, oh, es gibt inzwischen bessere Tränke. Das schauen wir uns auch gleich mal genauer an. Trank der Eile. Ja, davon nehmen wir doch mal alle. Und von den guten Heiltränken nehmen wir auch noch ein paar. So. Also, wir haben genug Tränke. Wir haben also Geschwindigkeitstränke und Heiltränke. Jetzt holen wir gleich uns die Rüstung von Wolf ab, wenn sie denn schon fertig ist. Und derart ausgerüstet können wir in den Turm gehen, um da nach einer noch besseren Rüstung zu suchen. Und bis dahin ist Xardas auf dem der Schriftrolle fertig. Danach müssen wir uns irgendwie da unten reinschleichen, an Saturas und den anderen Wassermagiern vorbei. Und dann die Energie von dem Haufen da klauen. Das wird nicht gut ablaufen. Aber wenn wir ein, zwei Wachen hier umhauen müssen, ist es immer noch besser, als wenn die ganze Kolonie zugrunde geht. Da muss man halt sich entscheiden. Aber gut, sprechen wir erstmal mit Wolf. Wie weit bist du mit der Rüstung? Ich habe endlich einen Weg gefunden, diese üblen Panzerplatten aneinander zu befestigen. Das heißt, die Rüstung ist fertig? Ja, Mann. Hier ist sie. Scheint tatsächlich noch härter zu sein als alles, was in unserem Lager so getragen wird. Danke, du hast was gut bei mir. Ach, ist schon in Ordnung. Ich komme schon auf meine Kosten. Ja, jetzt wo er weiß, wie man die Rüstung herstellt, garantiert. So, dann schauen wir uns die Rüstung doch mal an. Also unsere hat einen sehr guten Schutz gegen Waffen, weniger guten Schutz gegen Magie und relativ guten Schutz gegen Feuer. Die hier scheint auch noch Schutz gegen Magie zu haben. Und schützt noch besser gegen Waffen. Ah, doch. Sieht nur recht skurril aus. Aber wir wollen ja nicht gut aussehen, wir wollen gut überleben können. So, wo wir gerade hier sind, haben wir noch irgendetwas hier zu erledigen. Wir könnten mal mit Lee sprechen. Ob der inzwischen irgendwas Neues zu berichten hat, was für uns wichtig sein könnte. Und wenn nicht, dann teleportieren wir uns gleich ins Sumpflager und laufen von da aus. Oder wir laufen direkt von hier, das müssen wir gleich gucken. Hallo. Was sagst du zu der Sache mit der Mine?
Die Bedrohung dürfte beendet sein. Du hast viel für unser Lager getan. Männer wie dich kann ich gebrauchen. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Einen Moment noch. Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Ich danke dir. Wir sehen uns. Was war denn das für eine Rune? Was sagst du? Sie sind so weit gegangen. Dafür werden sie büßen. Okay, also er will jetzt wohl wirklich auf das alte Lager losgehen. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir helfen, stärker und geschickter zu werden. Du bist am Ende deiner Möglichkeiten. Du solltest etwas anderes lernen. Ah, viel bleibt aber nicht mehr. Ein bisschen Geschick schadet nicht. So. Na gut, also wir können entweder jetzt von hier direkt laufen, was ziemlich weit wäre. Oder wir gehen vom Sumpflager aus, aber das ist auch nicht viel kürzer. Na gut, laufen wir von hier. Trinken einen der neuen Geschwindigkeitstränke. Und machen uns einfach auf den Weg. So. Also, wir sind jetzt im Westen der Kolonie. Das Orkgebiet ist im Süden. Also halten wir uns jetzt rechts. So oder so müssen wir erstmal noch an dem Reislord vorbei. Können wir hier abkürzen? So akrobatisch wie... Autsch. So akrobatisch wie wir jetzt sind. Ja, konnten wir. Auch wenn das nicht sehr angenehm war. So. Also jetzt aus dem Tor da raus. Wollen wir durchs Gebirge gehen? Das wäre, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Idee. Da müssten wir auch zu dem einen Kastell kommen. Und von da aus kann man den versunkenen Turm schon fast sehen. Oh, machen wir doch einfach mal. Sonst wäre ich jetzt Richtung altes Lager gegangen und von da aus nach Süden. Ja, das alte Lager. Was machen die jetzt wohl? Nachdem der Angriff auf die freie Mine nicht geklappt hat, wird der Erzbaron in argen Problemen sein. Denn alle anderen Leute, die unter ihm stehen, werden sich jetzt fragen, wie es weitergehen soll. Denn bisher haben sie immer die Lieferungen bekommen vom König. Aber jetzt, da sie keinen Erz mehr zum Tauschen haben, werden diese Lieferungen versiegen. Und das alte Lager hat keine Rücksicherung wie das neue Lager und das Sumpflager. Die bauen ja schön ihren Reis an und sind recht autark. Brauchen also keine Lieferung vom König. Das wird großen Ärger geben. Wahrscheinlich werden die sich ja gerade gegenseitig die Köpfe einschlagen und deswegen hören wir von denen nichts mehr. So. Wir dürften jetzt schon im Orkgebiet sein. Hier rechts könnte schon Xalas Turm sein. Außer wir haben uns jetzt mehr verlaufen, als ich dachte. Da ist schon mal ein alter Turm, aber den wollen wir gar nicht. Wo sind wir? Oh, da ist noch Orkund. Na, komm schon, du zähes Biest. Also. So, also von dem Turm sind wir schon mal runtergepurzelt. Aber wir müssten eigentlich in dem Bereich sein, wo Xalas seinen Turm hat und wo auch der versunkene Turm ist. Und ein einzelner Ork. Nehmen wir doch auch mal mit. So, da ist Xalas Turm. Und sein alter Turm war in dem See. Aber wie kommen wir jetzt von hier aus zu dem See? Utsch. Schauen wir mal auf unsere... Ja, bringen wir erstmal das Biest da um und schauen dann auf unsere Karte. So, ein Heiltrank schadet auch nicht. Oh, und ein Heilelixier sowieso nicht.
Elixier des Geistes können wir auch gebrauchen. Und wo wir gerade dabei sind, was haben wir noch für eine Rune bekommen? Anscheinend eine Rune des Feuersturms, was wir gar nicht gebrauchen können. Aber gut, sie haben es ja nett gemeint. So, hier haben wir die Karte des Orkgebiets. Und direkt östlich von hier ist der große See mit dem Turm drin. Also müssen wir einfach nur dem Weg hier folgen, nach links. Hier ist keine Abzweigung nach links. Achso, doch, da oben. Und dann müsste es auf unserer rechten Seite zu sehen sein. Waffe wieder weg. Aber die neuen Geschwindigkeitstränke sind sehr praktisch. Die halten gleich wesentlich länger. Und wir haben ja recht häufig lange Strecken zu laufen. So, da wäre der Turm. Schauen wir doch gleich mal, was da so alles drin ist und auf uns wartet. Und was das für eine Rüstung ist, die Xalas versprochen hat. Danach werden wir uns mit dem Rätsel beschäftigen und dann können wir zu Xalas zurückkehren. Speichern. LP 94.